Hallo ihr Lieben, die liebe Schwester Gabriele hat mich gebeten, ihr Zeugnis für euch vorzulesen. Das ist ihr ein echtes Herzensanliegen. Ich wünsche euch damit viel Freude und ja, über ein Abo würde ich mich freuen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und immer auf den Laufenden bleibt. Und Dankeschön, euch Gottes reichen Segen von Julian vom Kanal Alltag als Christ. Tschüss. Zeugnis von Gabriele. Gottes Hilfe in einer unerwarteten Schwangerschaft. Bevor ich schwanger geworden bin, konnte ich mir nie vorstellen, dies zu erleben. Die Gründe dafür waren vielseitig. Ich war untergewichtig und sehr mit mir selbst beschäftigt. Mein Gesundheitszustand war ein Auf und Ab und zudem hatte ich zu sehr Angst und Respekt vor einer Schwangerschaft und Geburt. Im Juli 2021 haben mein Mann und ich geheiratet und Ende Oktober 2021 bin ich dann ganz unerwartet schwanger geworden. Eine Schwangerschaft war zu dem Zeitpunkt nicht geplant und dass es dann doch passierte, war mit meinem körperlichen Zustand, in dem ich mich damals befand, auch unwahrscheinlich. Nie hätte ich mit einer Schwangerschaft gerechnet, bei Gott ist aber nichts unmöglich. Markus 10, Vers 27. Dementsprechend war die Schwangerschaft anfangs schwierig für mich, weil ich nicht wusste, wie ich oder mein Körper das schaffen sollte. Es konnte einfach nicht der richtige Zeitpunkt sein. Der Anfang meiner Schwangerschaft war nicht einfach. Ich hatte die typischen Schwangerschaftssymptome und habe darum in den ersten Wochen auch abgenommen. Da ich bereits vor der Schwangerschaft zu wenig wog, war der weitere Gewichtsverlust nicht gut für meinen Körper. Trotzdem konnte ich die Schwangerschaft bald annehmen und ich habe zu Gott gebetet und gesagt, dein Wille geschehe mit dieser Schwangerschaft. Es ist dein Wille und dein Plan. Mit meinem Leben, ich übergebe es dir. Einige Tage, Wochen danach, ging es mir dann allgemein besser. Ich hatte mehr Energie und auch der Appetit kam zurück. Es ging vorwärts mit allem. Das Baby hatte von Anfang an eine gute Entwicklung. Ich selbst habe wieder zugenommen und habe auch Veränderungen an mir und im Privaten wahrgenommen. Auf eine wunderbare Weise hat sich vieles in dieser Zeit verändert und ich möchte das, was der Herr bewirkt hat, nicht nur für mich behalten, sondern es zur Ehre Gottes mit anderen Mamas teilen. Wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich, dass die Schwangerschaft von Anfang an Gottes Plan war und er seine Führung und Leitung in allen gab. Nur Gott ist es möglich, solche Wunder zu vollbringen. Denn du bist groß und tust Wunder, du bist Gott. Du allein. Psalm 86, Vers 10. Ich weiß, der Herr hat zugelassen, woran ich vorher nie geglaubt hatte, jemals zu erleben oder zu schaffen. Wo ich andere Pläne hatte und nie damit gerechnet habe, hat der Herr dies alles schon von Anfang an gewusst. Ich sehe darin auch seine große Gnade, denn ich habe nicht verdient, dass er so an mir handelte und wirkte. Ich durfte dann die Schwangerschaft sehr genießen, die nach dem schweren Start sehr schön und unbeschwerlich verlief. Der Herr hat in dieser Zeit immer wieder auf Gebet geantwortet und gewirkt. Ich durfte einsehen, dass ich einfach nur still sein darf, auf Gott vertrauen und ihn loben soll. Auch durfte ich erkennen, dass er mich als schwaches Gefäß genutzt hat, um sein Werk an mir zu verbringen. Und ich ihn daran verherrlichen soll, zu seiner Ehre, zu seinem Zeugnis, dass bei Gott gar nichts unmöglich ist und er Wunder vollbringt auch heute noch. Jesaja 25, Vers 1. Jahwe, du bist mein Gott, dich will ich erheben und deinen Namen preisen. Denn du hast Wunder vollbracht, nach deinem Beschluss, der schon lange gefasst
und nun in wahrhaftiger Treue ausgeführt ist. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Die Geburt. Allerdings hatte ich noch sehr großen Respekt und Angst vor der Geburt. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war mir eigentlich klar, ich möchte einen Kaiserschnitt. Ich habe darüber gebetet und Frieden darüber gehabt. Dennoch schlichen sich immer wieder Ängste und Sorgen ein, ob alles gut gehen wird. In diesem Zweifel habe ich jedes Mal zum Herrn gebetet und durfte danach immer wieder die gleiche Ruhe erfahren. Jedes Mal bekam ich dabei die Gewissheit, er hat alles unter Kontrolle und so wie er die Schwangerschaft bisher geführt und geleitet hat, wird er auch die Geburt leiten. Denn dies ist alles in seinem Werk, das er angefangen hat und es darum auch gut vollenden wird. Das Wochenende vor der Geburt hatte ich eine unerwartete Ruhe und Freude im Herrn. Die Nacht vor der Geburt war ganz angenehm und ich konnte gut schlafen und bin am Tag der Geburt gelassen und ruhig aufgestanden. Auf dem Weg ins Krankenhaus haben mein Mann und ich im Auto Lobpreislieder angehört. Im Krankenhaus angekommen, musste ich einen PCR-Test machen und obwohl ich immer Respekt davor hatte, war ich diesmal ruhig und habe es einfach zugelassen. Dank sei dem Herrn. Nachdem durfte mein Mann und ich ins Zimmer und uns wurde der Ablauf erklärt und kurz danach kam der Arzt, welcher mir eine Infusion anlegen sollte, über die mir Flüssigkeit und Antibiotika verabreicht werden kann. Ich war etwas besorgt, ob ich dies gut vertragen würde, doch der Herr führte es, dass ich es alles gut vertragen habe und mir kurze Zeit später auch noch den Blasenkatheter gesetzt werden konnte. Das war bloß kurz etwas unangenehm. Die ganzen Vorbereitungen für den Kaiserschnitt liefen alle optimal. Nach kurzem Warten wurde ich in den OP-Saal gebracht und habe mich da auch gleich wohlgefühlt. Es war hell und eine angenehme Atmosphäre. Zuerst musste ich mich hinsetzen und mir wurde das weitere Vorgehen erklärt. Ich bekam ein EKG und einige andere Dinge angelegt und dann auch die Teilnarkose in den Rücken. Die Spritze in den Rücken war gar nicht schlimm und ich spürte sie kaum. Ich merkte langsam, wie die Narkose wirkte und meine Beine schwerer wurden. Nachdem ich mich hingelegt habe, ging langsam das Gefühl in den Beinen weg. Ich spürte nur noch, wie darüber gefahren wurde, hatte aber kein echtes Gefühl mehr gehabt. Das war etwas unangenehm. Aber dank dem Herrn konnte ich ruhig bleiben und auch zwischendurch lächeln. Dann kam auch mein Mann rein, setzte sich neben mir und dann wurde direkt mit dem Kaiserschnitt angefangen. Nach kurzem Rütteln hörte ich schon das Schreien unseres Babys. Einen Moment, in dem ich vor Freude weinen musste, denn jetzt war er da, das Wunder Gottes. Eigentlich habe ich von Anfang an gewünscht, dass ich nach dem Kaiserschnitt ein Beruhigungs- oder Schlafmittel möchte, weil ich vor der restlichen OP Angst hatte und nachdem unser Baby da war, vom Kaiserschnitt nichts mitbekommen wollte, aber der Herr führte es so, dass ich dann doch kein Beruhigungsmittel mehr wollte, sondern einfach ruhig und gelassen bleiben konnte. Nach kurzer Zeit war dann auch alles geschafft und alles gut überstanden. Die ganze Schwangerschaft und Geburt war für mich ein wunderschönes Erlebnis, welches ich noch nie geglaubt habe, jemals zu erleben. Es war gar nicht so, wie ich mir immer ausgemalt habe, sondern eine wunderschöne, unvergessliche, gesegnete Zeit voller Kraft und Wirkung des Herrn. Alles war allein Gottes Werk und wurde vom Herrn geleitet und geführt. Er soll
in all dem verherrlicht werden. Dieses Zeugnis teile ich zur Ehre des Herrn, sein Name soll verherrlicht werden, Gabriela. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Psalm 9, Vers 2.